Klassenleiter, der sagt, in meiner Klasse ist in Frage des Sozialen alles in Ordnung, oder ein Schulleiter, der sagt, in meiner Schule gibt es keine Probleme, ich glaube, da hat sein Amt nicht verstanden, da hat seine Position nicht verstanden. Es gibt immer Sorgen, und wenn man sich ein bisschen Zeit lässt und mit seiner Klasse Mühe gibt, erkennt man auch die Probleme und sieht sich dann eigentlich in der Rolle, reagieren zu müssen. Und da steht man wieder vor dem Problem. Einen Sozialarbeiter haben wir nicht. Ich muss es dann selbst tun, neben meinem Unterrichtsauftrag. Ein Sozialtraining, das führen wir mit den fünften Klassen durch. Das machen wir mit allen fünften Klassen, weil wir gerne wollen, dass die sich ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben auch ein großes Thema für das Training, das heißt aus der Klasse ein Team machen. Das ist so das Oberthema, und die sollen sich halt kennenlernen, die sollen halt schauen, wie kann man so auf Gefühle der anderen eingehen. Wir haben da immer eine Gefühlsrunde am Anfang, wo jeder äußern kann, wie es ihm heute geht, wo er auch begründen kann, warum das so ist, und es ist kein Zwang, das zu begründen, aber wäre halt schön, wenn das jeder begründet. Und die sollen halt auch lernen, dass sie das akzeptieren, wenn halt vielleicht auch mal jemand sagt, dass es ihm nicht gut geht. Und sie sollen auch lernen, dass sie das nicht zu kommentieren haben, wenn jemand über seine Gefühle spricht. So. Genau. Und ansonsten lernen wir dort noch so ein bisschen mit Konflikten umzugehen. Also die lernen halt spielerisch durch verschiedene Übungen, wie sie halt Konflikte lösen können, wie sie überhaupt erstmal zu einem Streit kommt, dass dann halt Meinungsverschiedenheiten da zugrunde liegen und wie man halt lernen kann, damit umzugehen, wie man halt auch andere Meinungen akzeptieren kann. Genau. Und das ist halt so ein großes Klassenziel. Und da sind wir alle 14 Tage in der Klasse und machen da was dazu. Wir wollen versuchen, den Jugendlichen Werte zu vermitteln und dann am Ende aber auch von den Jugendlichen Verbindlichkeiten einzufordern, dass sie sich im Endeffekt auch an diese Werte halten. Und das sehen wir schon als unsere Aufgabe im Sozialtraining, aus der Klasse ein Team machen. Nur wenn man gemeinsam Werte hat, hat man auch gemeinsame Verbindlichkeiten. Und so kann man in der Gesellschaft mit weniger Konflikt auskommen umgehen. Immer wenn es irgendwo in der Gesellschaft krankt, muss die Schule ran. Also wir machen mittlerweile Medienerziehung, wir machen Sexualerziehung, wir machen Gewaltprävention, alles das, was also früher noch im Elternhaus verhaftet war oder noch nicht Teil der Gesellschaft war, das machen wir heute in der Schule. Und das können wir nicht mehr alleine stemmen. Das ist für Pädagogen nicht mehr alleinig machbar. Wir brauchen professionelle Hilfe, wir brauchen Schulsozialarbeiter, wir brauchen Psychologen, vielleicht mal auch irgendwann feste Psychologen an der Schule. Und wir brauchen mit der Inklusion zum Beispiel also auch Mitarbeiter, die sich um einzelne Kinder kümmern, die mit in den Unterricht gehen. Da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Ach, Schule soll heute die eierlegende Wollmilchsau sein. Die soll erziehen, die soll bilden, die soll teilweise die Eltern ersetzen, die soll für alle möglichen gesellschaftlichen Probleme verantwortlich sein und sie regeln. Die soll perfekte Fachkräfte für den Arbeitsmarkt liefern. Also die Ansprüche, die heute an Schule gestellt werden, wie generell eigentlich an staatliches Handeln überall, sind eigentlich nahezu endlos. Schulsozialarbeiter haben an unserer Schule noch gar nicht gearbeitet. Wir sind ohne Schulsozialarbeiter, wir haben uns schon um eine Stelle für einen Schulsozialarbeiter beworben. Unser Antrag, unser Konzept war gut, aber die finanziellen Mittel reichten damals nicht, um uns zu versorgen. Wir haben im Moment 30 Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, muss man in dem Fall auch deutlich mal das Schulsozialarbeiter betonen, weil das quasi schon ein Beruf ist, der sehr stark auch in Frauenhand ist. Es gibt aber dann doch ein paar Männer, die das auch machen. Die sind verteilt an den Schulen des Burgenlandkreises. Wenn man weiß, dass es im Burgenlandkreis einschließlich der freien und privaten Schulen annähernd 80 Schulen gibt,
weiß man auch gleich, dass Schulsozialarbeit was ist, was nicht an jeder Schule stattfindet. Die sind verteilt auf viele verschiedene Bildungsträger und in allen Regionen des Burgenlandkreises anzutreffen und an allen Schulformen. In einer idealen Welt bräuchte es keine Schulsozialarbeit. Aber leider leben wir nicht in einer idealen Welt. Und ich habe auch den Eindruck, dass die sozialen Probleme stärker werden oder deutlicher werden. Und die sozialen Probleme, die fangen eben auch schon sehr, sehr früh an. Und es gibt nicht gleiche Startbedingungen für Schüler und dass in den Grundschulen sehr unterschiedliche Kinder sind mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und manche Kinder stark benachteiligt sind, das spürt man ja auch sofort schon ab der ersten Klasse. Und um diesen Kindern die Möglichkeit zu geben, abgeholt zu werden, aufgefangen zu werden und nicht schon bevor das Potenzial auch nur angekratzt wurde, zu scheitern, dafür denke ich, macht Schulsozialarbeit wirklich Sinn. Und wir schaffen es noch nicht, gesamtgesellschaftlich viel mehr Energie in die Frühprävention zu legen und aus dem kleinen Problem gar kein Problem werden zu lassen, sondern wir warten, bis ein kleines Problem zu einem großen Problem wird, zu einem 16-jährigen Rüpel. Wenn wir jetzt Klassen haben, die im Verhalten sehr kompliziert sind, dann geben wir zur Unterstützung den Schulsozialarbeiter punktuell mit in die Klasse rein. Wir machen es auch, dass Schüler rausgenommen werden, dass die eine Auszeit bekommen, wenn sie sich auf dem Unterricht nicht mehr intensiv konzentrieren können. Und dann dürfen die beim Schulsozialarbeiter weiterlernen. Da haben wir ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Und dann steigen die aber in den Unterricht wieder ein. Bevor wir jetzt direkt in das Gespräch einsteigen, möchte ich euch noch mal kurz den Ablauf erklären. Und zwar wird es so sein, dass jeder von euch am Anfang die Möglichkeit hat, den Konflikt aus seiner Sicht darzustellen. Worum geht es eigentlich? Dann wollen wir gucken, was sind eure Wünsche und welche Lösungsvorschläge habt ihr. Wir werden dann auch eure Lösungsvorschläge im Protokoll festhalten, was ihr am Ende auch unterschreibt, damit ihr einfach wisst, das ist das, worauf wir uns geeinigt haben und das hat auch Verbindlichkeit. Ja, wir sind jetzt hierher gekommen, weil die Mädchen und wir hatten einen Konflikt auf dem Schulhof. Wir haben die Mädchen angerempelt. Ich meine, aber so schlimm ist das jetzt ja auch nicht. Sie sollen sich jetzt mal nicht so haben, mal ganz im Ernst, also nein. Naja, also sie kommen halt fast jeden Tag zu uns auf dem Schulhof und fangen an, uns anzurempeln und um Sprüche zu erzählen. Also ich finde es nicht lustig, weil es macht erstens mal tut es meistens weh und es macht uns auch keinen Spaß. Ich denke schon, dass es an einem Gymnasium spezifische Probleme gibt. Es herrscht ja auch oft das Vorurteil vor, dass es eben Schulsozialarbeit nicht unbedingt am Gymnasium geben sollte. Aus meiner Sicht kann ich die Aussage klar verneinen. Während es vielleicht an einer Sekundarschule eher der Fall ist, dass Schüler der Schule fernbleiben oder Schule verweigern, ist es hier am Gymnasium schon so, dass es eher Schüler gibt, die natürlich sich Druck ausgesetzt fühlen, die Leistungsversagensängste haben, die zum Teil auch psychische Beeinträchtigungen aufgrund dieser Drucksituation mitbringen, wo ich natürlich gebraucht werde, um da beratend tätig zu sein und auch Unterstützung anzubieten. Wir haben zum Beispiel Probleme mit Eltern, die überhöhte Forderungen an die Schüler stellen. Die Schüler reagieren natürlich darauf, oftmals negativ, es führt zu Essstörungen. Es gibt aber auch Schüler, die sich auferlegen, hervorragende Leistungen bringen zu müssen, denen es aber relativ schwer fällt. Wir haben an der Schule das Problem, dass Mobben auftritt unter den Schülern und nicht bloß während der Unterrichtszeit, sondern auch übers Handy am Abend und in der Nacht. Das ist ein sehr großes Problemfeld. Ein weiteres Problemfeld ist das, wenn sich Eltern trennen. Das Konzept der Patchwork-Familien funktioniert oftmals nicht so reibungslos, wie das propagiert wird oder wie sich das mancher vorstellt. Ja, das wären so wesentliche Sachen. Es gibt auch viele Eltern, die ganz tags auf Arbeit sind, die für ihre Kinder relativ wenig Zeit haben. Einerseits entwickeln dann Kinder Interessen, die für ihre Zukunft gar nicht so dienlich sind. Es gibt andere Fälle, da werden die Kinder damit stark belastet, ihre Geschwister zu versorgen, weil die Eltern dazu nicht in der Lage sind. Das sind alles Probleme, die sich hier stellen und die wir versuchen, so gut wie möglich zu schultern, aber das sicher nicht so gut können,
wie das mit den Sozialarbeitern möglich wäre. Wenn wir unsere Schulsozialarbeiter nicht hätten, hätten wir viel geringeren Kontakt zu den Eltern. Der Vorteil ist ja, dass, also das sind nicht die Bewertenden, das sind nicht diejenigen, die den Kindern was Böses wollen, wie die Lehrer so das oft, oder denen wird es zumindest oft untergeschoben. Ja, mit der Bewertung der Leistung ist eben dann Ende. Die Lehrer sind stark belastet und haben nun eine Vielzahl von Problemen zu lösen, die in anderen Schulformen auch bestehen. Das heißt ja nicht, dass wenn Schüler leistungsstark sind oder leistungsstärker sind, ans Gymnasium gehen, dass diese Schüler keine sozialen Probleme haben. Die haben die genauso wie andere Schüler auch. Und wir versprechen uns eigentlich dadurch, dass wir mit dem Schulsozialarbeiter eine bessere Präventionsarbeit leisten können. Wir versprechen uns, dass, wenn wir Probleme haben, der Schulsozialarbeiter sofort reagieren kann, mit einem guten Netzwerk reagieren kann und die Probleme besser lösen kann, wie das ein Lehrer nebenbei kann. Und ich gehe auch davon aus, dass es möglich ist für einen Sozialarbeiter, Probleme nachzubereiten. Das heißt, wenn ein Problem gelöst ist, kann der auch weiter mal hingucken, bleibt die Sache in Ordnung oder bricht irgendwas auf und ich muss wieder eingreifen. Und das gelingt eben dem Lehrer nicht so. Und das mit Mitteln und Wegen, die ein Lehrer nicht gleich zur Verfügung hat. Schule ohne soziale Probleme kann ich mir nicht vorstellen. Die Schule ist ja eine soziale Einrichtung. Und Menschen kommen nie ohne Probleme miteinander aus. Und Menschen müssen auch befähigt werden, die Probleme, die sie untereinander haben, auf eine vernünftige Art und Weise zu lösen. Und dazu muss Schule einen Beitrag leisten. Ja. Und da kann ein Sozialarbeiter helfen. Wir laufen jetzt. Nein? Noch ein Stück rüber. Noch ein Stück hoch? Die sind sich schlecht. Ja, komm. Ja. Nein. Nein. Noch ein Stück. Im Endeffekt ist es Unsinn, jetzt den Differenzierungsversuch zu machen in Zeiten, in denen 50% der Schüler teilweise an Gymnasien vorhanden sind, also 50% Grundschüler an Gymnasien übergehen, kann ich auch vom Gymnasium nicht mehr die Augen verschließen und an Grundschulen sowieso nicht. Schulsozialarbeit sollte einfach was sein, das es überall gibt. Und man sollte dann maximal vielleicht bei der Ressourcenausstattung drüber nachdenken, dass man sagt, okay, eine Sekundarschule sollte vielleicht mehr Schulsozialarbeiter oder mehr Stunden kriegen als ein Gymnasium, aber diese Lücken dann zu lassen, das ist immer ganz gefährlich und keine gute Idee, weil Bedarf ist überall. Mal alles, was hier gelb ist, was tot ist, das schneidet ihr hier ab. Mhm. Guckt mal, ihr müsst dann gucken, wo das rauskommt und da wird das abgeschnitten. Und die Mädels hier, die ziehen das raus und packen das dann in die Behälter. Ah. Die nehmen wir nachher mit, okay? Nee. Ich hab schon... Ach, das ist mein Haus. Da! Du kannst auch hier... Ich brauche mal eine Schere. Also wenn ich in die 5. und 6. Klasse gehe und sage, ich gehe in den Garten, dann gehen erstmal, sage ich mal, von 80% der Schüler die Finger hoch. Und dann sage ich so, Leute, hört erstmal zu, was ich vorhabe mit euch. Und dann erkläre ich denen das. Und die meisten wollen, also mindestens 50%. Mindestens. 7., 8. Wird es dann weniger, also zu den großen Klassen dann weniger, aber viele lassen sich dann noch motivieren, also weil es immer noch besser ist als Unterricht für viele. Aber ich nehme dann auch nur die, die dann, ich sage dann auch gleich von vornherein, aber ihr müsst was machen. Also hier rumsitzen und ein bisschen quatschen ist nicht. Wir leben hier in einer landwirtschaftlich strukturierten Region. Das ist der ehemalige Kreis Nebra. Und es gibt hier nicht so viele Arbeitsmöglichkeiten. Das könnte eine Ursache sein. Eltern sind gezwungen, Arbeiten anzunehmen, die weit weg sind. Väter sind in der Regel in der Woche nicht zu Hause und Mütter sind mit 1, 2, 3 Kindern überfordert. Wir haben einen guten Draht zum Jugendamt der Kreisverwaltung. Da wird relativ schnell reagiert und geholfen. Aber wir finden nicht immer den Draht zu den Eltern, denn Eltern streiten ab, dass es zu Hause Probleme gibt. Wir können also nicht das leisten, was im Elternhaus eigentlich versäumt wurde, von Anfang an. Es gibt Erlasse, Schulerfolg sichern, die sind ja allgemein bekannt, aber es fehlen in meinen Augen konkrete Durchführungsbestimmungen. Denn vom Land Sachsen-Anhalt bekommen wir keine Schulsozialarbeiter oder Sozialarbeiter zugewiesen. Das läuft über Vereine und Organisationen. Und da fehlen uns eigentlich die Zugriffsmöglichkeiten.
Die eigentliche Politik wird ja in Magdeburg gemacht. Das bedeutet eine ordentliche Lehrerversorgung. Und ich finde, dass an jeder Schule, bei uns auch in Sachsen-Anhalt, ein Schulsozialarbeiter oder eine Schulsozialarbeiterin sein müsste. Dafür muss Geld übrig sein. Bin ich ein sehr optimistisch denkender Mensch. Ich hoffe, es bleibt erhalten. Was ich nicht so schön finde, ist, dass immer diese Zeitspannen gesetzt werden und abhängig gemacht werden von Geldern, die irgendwo erstmal wieder bewilligt werden müssen. Ja, diese ESF-Förderung, das finde ich eine ganz tolle Sache. Aber es werden viele Dinge initiiert und wir wissen nicht, ob wir deren Erhalt noch gewährleisten können über die Zeit hinaus. Und das macht es eigentlich immer schade, weil es wirklich sehr gute Dinge sind, die da initiiert wurden und ins Leben gerufen wurden und dann fallen sie alle einfach weg, weil es Geld fehlt. Ich kann Ihnen sagen, dass seit 2010 nur 2 Schüler die Schule ohne Abschluss verlassen haben. Und das ist ein Erfolg. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob es daran liegt, dass wir einen Schulsozialarbeiter haben. Ich kann sagen, das ist so. Ich glaube, das Miteinander macht es aus. Und wir haben ja auch Schüler, die lernbehindert sind. Und trotz dieser hohen Anzahl von lernbehinderten Kindern haben wir eine so geringe Abbrecherquote. Das hat was damit zu tun, dass das also ineinander greift, dass die Kollegen mittlerweile wissen, wo ist die Schnittstelle, die ich benötige, um das Kind maximal zu fördern. Und da spielt die Schulsozialarbeit eine entscheidende Rolle. Man kann nicht mehr erwarten, dass Kinder in die Bildungssysteme einmünden, bei denen grundlegende Dinge, die viele von uns immer noch als selbstverständlich voraussetzen, funktionieren. Es ist längst kein Klischee mehr, dass Kinder alleine und so spät in die Schule kommen, weil die Mutti morgens nicht aufsteht und weil sie sich ganz alleine fertig machen. Dafür gibt es ganz viele Beispiele. Und das ist einfach mal ein schönes Beispiel dafür, dass die Institution Familie und Elternhaus in weiten Teilen immer mehr ausfällt als Unterstützer. Und das System, das wir haben in Deutschland, das ist ja nicht erst 20 Jahre alt, das ist dafür nicht gebaut, sondern das geht davon aus, dass Kinder und später auch Erwachsene ins System einmünden, bei denen eine gewisse Bildungsreife, den Begriff nehme ich immer gerne, eine gewisse Bildungsreife vorhanden ist, auf die man aufsetzen kann. Die ist aber nicht vorhanden, weil die Kinder frierend und hungrig in die Schule kommen und das System hat dafür noch keine systematischen Antworten. Die Schulsozialarbeit ist so eine Antwort darauf und deswegen ist sie so wichtig. Langsam auf dem Boden. So, dass die Schulung so lang bleiben.